Bald 30 Jahre hat die Compact-Disc auf dem Buckel und gilt immer noch als Klangmaßstab für digitale Musik. Manche Hi-Fi-Fans bevorzugen allerdings die Schallplatte, weil sie ihrer Meinung nach natürlicher klingt. Das hängt mit der Art und Weise zusammen, wie der Ton gespeichert wird. Statt Schallwellen in einer Rille zu konservieren, enthält die CD nur Zahlen. Ein Analog-Digitalwandler übersetzt das Audiosignal in abertausend einzelne Werte. Bei der CD sind das 44.100 Datenworte pro Sekunde. Jedes einzelne hat eine Länge von 16 Bit. Diese Werte wurden vor 30 Jahren festgelegt, weil sich damit das menschliche Hörspektrum gerade abbilden lässt. Inzwischen sind aber viel höhere Samplingraten möglich. Im Tonstudio gibt es Aufnahmen mit 96 oder gar 192 kHz. Außerdem stieg die Wortlänge von 16 auf 24 Bit. Vorteil? Das Analogsignal lässt sich mit den feinen Abstufungen genauer nachzeichnen. Die Kurve entspricht eher dem Original. Nachteil solch hochauflösender Digitalsignale? Sie passen nicht mehr auf eine normale Audio-CD. Bereits Ende der 1990er Jahre hat man deshalb versucht, mit DVD-Audio und der Super-Audio-CD neue Disc-Formate einzuführen, die High-Resolution-Signale übertragen können. Jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Erst in jüngster Zeit gibt es eine Möglichkeit, digitale Musik in bester Qualität wiederzugeben, per Streaming im Heimnetzwerk. Einige wenige Online-Portale und Plattenlabels bieten Master-Studio-Recordings an, die den Originalaufnahmen mit 24-Bit und hoher Sampling-Frequenz entsprechen. Geliefert wird die Musik häufig als WAV- oder FLAC-Datei, weil diese Formate bei anspruchsvollen Hi-Fi-Fans am beliebtesten sind. Die Titelauswahl ist überschaubar und der Download kann recht lange dauern, weil eine Aufnahme von typischer CD-Länge selbst im komprimierten FLAC-Format mehrere Gigabyte an Daten umfasst. Eine große Festplatte mit 1 Terabyte Speicher oder mehr kann also nicht schaden. Die muss nicht im Computer eingebaut sein. Sie kann sich auch auf einem Netzlaufwerk, dem sogenannten NAS, befinden. Als Abspielgerät dient entweder der Computer, wofür er nicht selten spezielle Software braucht, oder ein sogenannter Netzwerkplayer an der HiFi-Anlage. Der empfängt die Audiodaten vom Server über das heimische Netzwerk und wandelt sie zurück in ein analoges Musiksignal, das er per Kabel zum Verstärker schickt. Doch nicht jeder Netzwerkplayer kann die hohen Sampling-Frequenzen wiedergeben. Seine Elektronik braucht dazu spezielle Chips. 96 kHz mit 24 Bit sind recht verbreitet. Die anspruchsvollste Variante mit 192 kHz beherrschen aber fast nur High-End-Geräte. Allerdings hört man dieses letzte Quäntchen Qualität ohnehin nur mit guten Ohren und über eine exzellente Hi-Fi-Anlage, wenn überhaupt. Denn am unnatürlichen Klang vieler CDs ist nicht die Speichertechnik schuld, sondern schlicht die Abmischung der Musik im Studio.